Hallo Kackbratzen. This is my boomstick. In der Regel bedeuten Verwurstungen von Filmlizenzen sehr große Schmerzen. Da nimmt man einen ganz passablen Film und um aus den Fans das letzte Stück Kohle aus dem Geldbeutel zu saugen, kackt man ihnen dann einen großen Haufen vor die Füße, mit der Hoffnung, dass sich irgendein Trottel dieses Stück Software schon kaufen wird. Zum Glück ist das nicht immer so. Bereits im Jahr 2000 schenkte uns THQ dank der Evil Dead-Lizenz das ganz spaßige Evil Dead Hail to the King für die PS1 und Dreamcast und 3 Jahre später folgte dann das viel bessere Evil Dead A Fistful of Boomstick für die PS2 und Xbox und die Krönung war dann das 2005 veröffentlichte Evil Dead Regeneration, das ebenfalls für PS2 und der Konsole aus dem Hause Microsoft auf den Markt kam. Also schultert euren Feuerprügel und kippt noch etwas Benzin in eure Kettensäge, denn bei diesem fein geklöppelten Stück Software bleibt kein Auge trocken. I've never really believed in true evil. At least not until that night in the cabin. The night we found the book. Das Spiel beginnt dort, wo uns das Ende des Films Tanz der Teufel 2 im Regen stehen gelassen hat. Ash befindet sich noch immer gefangen in der lauschigen Hütte, umzingelt von kandarischen Dämonen. Aber anstatt in ein Portal gesaugt zu werden, das ihn ins Mittelalter zurückwirft, so wie wir es im Film gesehen haben, wird er stattdessen verhaftet und in eine psychiatrische Anstalt geworfen, da ihm vorgeworfen wird, dass er seine Freunde mit einem Kettensägenarm zu Gulasch verarbeitet hat. 6 months and not a single visit. Oh yeah, my appeal must be coming along swell. Hey, you know what? Give me the bad news and blow. TV time starts in 5. Zum Glück für Ash gibt es mit Dr. Reinhardt eine Person, die an die Unschuld unseres Helden glaubt. Das Problem ist nur, dass der feine Doktor nicht nur im Besitz des Necronomicon ist, sondern auch Professor Nobis Tagebuch zur Hand hat, das ihm erklärt, wie man mit dem Buch der Bücher überhaupt umgeht. Und so öffnete er auch gleich ein paar Portale in eine andere Dimension, um die Untoten auf eine Tasse Kaffee einzuladen, um dann die Weltherrschaft zu übernehmen. Dummerweise wird Reinhardt von der Macht des Buches komplett verzerrt und in die Unterwelt gerissen. Und es gibt natürlich nur einen, der die Welt von den untoten Dämonen retten kann. Ash! Well, ain't this a kick in the pants? Aber diesmal ist er nicht alleine. Zu seiner Seite gesellt sich diesmal der hübsche Sam, eine Mischung aus Mensch, gemischtes Hack mit Zwiebeln und Untoten, das durch die Experimente des guten Doktors entstanden ist. Get all dead-eyed on me, even for a second. I'll carve you up like a Christmas goose. You got that, Stubby? Reality check! Who you calling Stubby? Dank seiner kompakten Form kann er sich prima in enge Räume quetschen, um dann das hübscheste Blutbad aller Zeiten anzurichten. Eigentlich sollte man Evil Dead nur wegen den beiden ungleichen Burschen spielen. Ash, der abermals von Bruce Campbell synchronisiert wird und Sam, der seine Stimme von Ted Raimi, dem Bruder des Filmregisseurs Sam Raimi, erhält, verwandeln das Spiel in eine bombastische Komödie. What is your malfunction, Shrimp? Quit pole dancing on my leg. Do you know how many germs these rats are packing? Und so erwartet euch jedenfalls ein Feuerwerk an Action, jede Menge Blut, urkomische Auseinandersetzungen zwischen Ash und Sam, noch mehr Blut, bezaubernde Level und natürlich viel, viel, viel mehr Blut und Hackfleisch. Leider ist das dritte Evil Dead ein relativ kurzes Spiel, das man nach gut 4 Stunden beendet hat. Das Spiel folgt im Wesentlichen einen streng linearen Verlauf durch beschauliche Gebiete wie den Friedhof, Sumpf oder Hafen, wobei gelegentlich ein Seitenpfad zu einem versteckten Extra in Form von Seiten aus dem Necronomicon führt, mit denen man dann weiteres Bonusmaterial freischalten kann. Wer sich Abwechslung wünscht, ist mit Evil Dead komplett falsch beraten, denn jeder Bereich spielt sich ziemlich gleich ab. Ash und Sam tauchen auf, sie töten Horden von Monstern, befreien Seelen, um sie an einen Torwächter zu verfüttern und am Ende wartet schon ein Boss auf ein Stelldichein. If you say one word. In jedem Level gibt es normalerweise auch immer eine Stelle, an der man das laufende Gulasch namens Sam in einen unerreichbaren Bereich schicken muss, um voranzukommen. Sam ist technisch gesehen ein Untoter und so ist es nicht weiter schlimm, wenn er bei seinem Ausflug ins Gras beißen sollte. Im Gegenteil. Der Spieler wird sogar mit einem immer neuen und komplett grausamen Tod des kleinen Hackepeters belohnt. Sam ist auch im Kampf nützlich, da Ash ihn auf Feinde loslassen kann, um sie abzulenken oder ihnen den Kopf abzureißen und auch im Kampf gegen die Bosse erweist sich der kleine hässliche Fleischklops als ziemlich nützlich. Das sind Dinge, die eigentlich niemals langweilig werden. Genauso wenig wie die enorm lustigen Dialoge zwischen unseren beiden unegalen Helden. I don't know what's beyond this point, but I know that's where we belong.
Und es lohnt sich immer mal wieder eine Pause einzulegen, um sich anzuhören, was die beiden sich so zu sagen haben. You killed Deadites, absorbed their evil mojo, unleashed badass, kicked major ass. Makes perfect sense to me. Cork it, Deadite. Just find me the next portal. Um das brachiale Blutbad für einen Moment etwas aufzubrechen, hat man in das Spiel ein paar Rätsel und seltsame Plattformpassagen eingebaut. Man sollte sich aber nicht zu viel erwarten und die sich sehr oft wiederholenden Rätsel haben ihren Namen irgendwie auch nicht wirklich verdient. Leider spielen sich die Plattformabschnitte überhaupt nicht gut, da die Sprünge steif und umständlich sind. Oft landet er direkt am Rand einer Plattform und für einen Augenblick gerät alles ins Stottern, während das Spiel überlegt, ob man nun sicher gelandet ist oder nicht. Der Kern des Spiels ist eben der Kampf und unser Ash wird im Laufe des Spiels einen Sack voll Waffen finden, mit denen er seine Feinde zu Kleinholz verarbeiten kann. Yeah. This could come in real handy. Erstaunlicherweise verfügt dieses Spiel über ein ziemlich robustes Kombosystem, das einem schon zum Start des Spiels sofort ans Herz wächst und in Fleisch und Blut übergehen wird. Aber generell wird es ohnehin nie langweilig, den Untoten mit der Kettensäge galant über das Fressbrett zu fahren und dann mit der Schrotflinte ihnen den Kopf von den Schultern zu ballern. Man muss sich auch keine Gedanken über Munition machen. Stattdessen kann man sich munter durch die Horden ballern und die Level in ein prächtiges Schlachthaus verwandeln. Spötter behaupten, dass insgesamt Evil Dead auf die Dauer so spannend ist wie nasser Farbe beim Trocknen zuzusehen und die Gameplay-Mechanik das Spiel sogar noch einfacher macht als A Fistful of Boomstick. Aber diese Spötter gehen mir mal ganz schön an meinem pelzigen Hintern vorbei. Wenn man schon etwas bemängeln mag, dann ist es vielleicht die Kamera. Evil Dead wurde zwar im Jahr 2005 für die PS2 veröffentlicht und Spiele in einem 3D-Universum gab es zu dieser Zeit schon seit gut einem Jahrzehnt, aber noch immer hatten einige Entwickler Probleme, auch eine Kamera einzubauen, die einem beim Spielen keine Kopfschmerzen bereiten. Grundsätzlich ist die Kamera in Evil Dead nicht wirklich schrecklich. Sie ist nur unheimlich langsam und verheddert sich auch manchmal in den diversen Gegenständen, die in der Landschaft herumstehen. Das bringt den Nachteil mit sich, dass man nicht immer seine Gegner aufs Korn nehmen kann. Mitunter kommt es sogar vor, dass man nicht den Gegner, der vor einem anvisiert, sondern denjenigen, der hinter einem steht. Zeitweise kann das Zielsystem etwas verwirrend sein und ein wenig für Frust sorgen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Grafik von Evil Dead fies aussieht. Für damals war sie vermutlich relativ okay und auch die Zwischensequenzen sind ziemlich gut gelungen. Man muss eben damit rechnen, dass die Texturen etwas wild sind und irgendwie mangelt es insgesamt auch an Details. Man kann jetzt auch darüber meckern, dass zwar eine ganze Menge Blut auf dem Bildschirm zu sehen ist, aber sich die Siffe nicht auf der Kleidung bemerkbar macht. Schade eigentlich. Insgesamt sind die Animationen auch nicht ganz butterweich gestaltet worden, aber wenn man es genau nimmt, dann war das Ding dann jetzt auch kein Spiel, in das man Millionen von Geldeinheiten reingesteckt hat. Es war damals schon eine Billigproduktion und von daher kann man die mäßige Grafik schon mal durchgehen lassen. Der Sound ist auch eher eine gemischte Sache. Die Waffen klingen jetzt nicht ganz so wuchtig, wie man es sich wünschen würde, und insgesamt gibt es auch keine nennenswerte Musik. Auf der anderen Seite haben wir in dem Spiel eine extrem gute Sprachausgabe. Und den beiden Helden kann man eigentlich stundenlang zuhören. What gives? No evil security guards, blood-sucking ghosts, killer sea midget? Maybe a butt-kicking reputation precedes us. Es ist halt insgesamt schade, dass man das Spiel relativ schnell durch hat. Evil Dead dauert zwar immer noch länger als der Film, aber trotzdem hätte man sich mehr Wumms gewünscht. Von allen erhältlichen Evil Dead-Spielen ist der dritte Teil vielleicht aber wohl der beste. Aber am Ende stolpert es dann doch, bevor es die Ziellinie erreichen kann. Erstens ist es viel zu kurz. Die Rätsel bedeuten eher Arbeit und nicht Denksport und dem Gameplay mangelt es dann doch etwas an Tiefe. Aber auf der anderen Seite machen diese Zutaten das Spiel zu einem extrem spaßigen Ding, bei dem man für gut 4 Stunden enorm viel Spaß haben kann. Man muss sich nicht wie in allen anderen Horrorspielen Sorgen machen, dass einem die Munition ausgeht. Man schlägt und ballert sich durch die Horden der Untoten, als gäbe es kein Morgen. Das Blut spritzt literweise über den Bildschirm und auch das Zerstückelungssystem ist relativ gut gelungen und in Verbindung mit den vielen und teils sehr flachen Witzen von Ash und Sam ergibt das alles eine perfekte Horrorkomödie, die man immer mal wieder aus dem Regal ziehen kann. Evil Dead ist der perfekte gespielte B-Movie, der uns die langweiligen und vielleicht nicht so gut gelungenen Aspekte des Spiels komplett vergessen lassen. Und somit muss man diese vielleicht nicht ganz so glänzende Perle einfach gespielt haben. Man kann dieses Spiel auch ohne die Filme gesehen haben zocken, aber solltet ihr weder Tanz der Teufel noch Armee der Finsternis gesehen haben, dann weiß ich auch nicht, was bei euch schief gelaufen ist.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.